Botschaften von unserem Herrn Jesus Christus vom 19. bis 25. Juni 2024. Mittwoch 19. Juni 2024, Sankt Romuald, Konrad T. Intention. Jesus sagte, mein Sohn, jeden Tag stehst du vor neuen Herausforderungen, und du musst deine Pläne anpassen, um dich um die anfallenden Ausgaben zu kümmern. Diese Dinge kommen zu deinen normalen Aktivitäten hinzu. Ruf mich an und ich werde dir die Kraft geben, mit all deinen Problemen umzugehen. Du hattest ein Gottesdienstanliegen für Konrad T. Es wäre angebracht, alle deine Sorgen für Konrads Anliegen aufzuopfern, damit er wieder gesund wird. Wenn du heute deine Rosenkränze betest, könntest du ihn auch als eine deiner Intentionen hinzufügen. Ich weiß, dass du in letzter Zeit einige Prüfungen durchmachst, also sei geduldig und vertraue auf meine Hilfe. Jesus sagte, mein Volk, ich zeige euch einen Blick auf einen besonderen Ort, eine Kirche in der Ära des Friedens. Sie hatte wunderschöne Gemälde und Lichter, die nicht von dieser Welt waren. In meinem Zeitalter des Friedens werdet ihr wieder jung sein und ihr werdet einen Garten Eden auf der ganzen Erde sehen. Ihr werdet von den vielen Bäumen des Lebens essen und im Vergleich zur jetzigen Erdenzeit sehr lange leben. Nur meine treuen Gläubigen werden diesen Garten betreten dürfen, so wie meine Gläubigen die einzigen sind, die während der Trübsal in meine Zuflucht sorte dürfen. Dieses Zeitalter des Friedens wird eure Belohnung dafür sein, dass ihr während der Trübsal auf der Erde euer Fegefeuer durchlitten habt. Donnerstag, Juni 2020, 2024. Jesus sagte, mein Volk, in der ersten Lesung habt ihr gelesen, wie Elia in einem feurigen Wirbelsturm in den Himmel aufgenommen wurde. Er gab seinen Mantel an Elisa weiter, der eine doppelte Portion von Elias Geist erhielt. In den nächsten Visionen konnte ich einen nuklearen Holocaust sehen, bei dem an vielen Orten Bomben explodieren. Die Explosionen und die Strahlung werden viele Menschen töten. Bevor die Bomben fallen, werde ich meine Gläubigen mit meiner inneren Ansprache zu meinen Zufluchtsorten rufen. Meine Engel werden mein Volk auf dem Weg zu meinen Zufluchtsorten beschützen. Die Zufluchtsengel werden Schilde über meine Zufluchtsorte legen, um euch vor Bomben, Viren und Dieben zu schützen. Ich werde meine Warnung und 6 Wochen der Umkehr bringen, bevor euer Leben in Gefahr ist. Ungläubige werden während der Trübsal keinen Zutritt zu meinen Zufluchtsorten haben. Vertraut darauf, dass ich euch beschütze und euch in meinen Zufluchtsorten ernähre. Jesus sagte, mein Volk, ihr seht, wie Russland und China dabei sind, die Ukraine und Taiwan einzunehmen. Wenn Atomraketen eingesetzt werden, werden auch eure U-Boote ihre Raketen abschießen. Wenn ihr einen nuklearen Dritten Weltkrieg erlebt, dann könnten viele Menschen an den Bomben und der Strahlung sterben. Bevor diese U-Boote ihre Raketen abschießen, werde ich meine Warnung und die 6 Wochen der Bekehrung bringen, die es meinen Gläubigen ermöglichen werden, in ihre Zufluchtsorte zu gelangen. In meinen Zufluchtsorten werdet ihr von meinen Engeln beschützt werden. Vertraut auf mich, dass meine Engel euch vor Bomben, Viren und Dieben schützen werden. Habt keine Angst, denn ich werde euch während der Trübsal beschützen. Freitag 21. Juni 2024, Sankt Aloysius Gonzaga. Jesus sagte, mein Sohn, du weißt, dass dein Schatz bei mir ist, in meinem allerheiligsten Sakrament, das du jeden Tag empfängst. Du hast heute eine gute Beichte abgelegt und denk daran, jeden Monat zu kommen. Du wirst in deinen Prüfungen auf die Probe gestellt, aber diese Zeit wird vorübergehen und die Dinge werden sich wieder normalisieren. Du lebst in vollem Vertrauen zu mir und bist dir sicher, dass ich dir durch die Prüfungen des Lebens helfen werde. Ich segne dich und deine Frau für alles, was ihr in den letzten Monaten erleiden muss steht. Vertraue weiter auf mich, denn diese Dinge sind viel weniger schlimm als die Trübsal,
wenn sie eintritt. Jesus sagte, mein Volk, ihr setzt eure Novene der Rosenkränze für den Frieden in den laufenden Kriegen in der Ukraine und in Israel fort. Ihr habt mehrere Berichte gehört, dass Russland die Niederlage der Ukraine weiter vorantreiben will. Wenn Russland die Niederlage der Ukraine beschleunigen will, wird es nicht zögern, taktische Atomwaffen gegen die ukrainische Armee einzusetzen. Dies wird der Beginn von Russlands Versuch sein, seine alten Satellitenländer zurückzuerobern. Wenn Russland ein NATO-Land angreift, würde das Amerika in einen Krieg mit Russland verwickeln. Auf diese Weise könnte sich dieser Krieg zu einem dritten Weltkrieg ausweiten. Im pazifischen Raum könntet ihr erleben, wie China eure schwache Führung ausnutzt und Taiwan einnimmt. Das würde Amerika ebenfalls in einen Krieg mit China verwickeln und könnte den gesamten Handel mit China zum Erliegen bringen. Das wäre verheerend für eure Wirtschaft. Dieser dritte Weltkrieg würde sich ausweiten und die Schlacht von Armageddon in Israel einleiten. Sobald ihr seht, dass Atomwaffen eingesetzt werden, werde ich meine Gläubigen mit meiner inneren Ansprache zu meinen Zufluchtsorten des Schutzes rufen. Der Verlust an Menschenleben in einem solchen Krieg wird entsetzlich sein und ich werde die Zerstörung begrenzen, damit nicht die ganze Menschheit getötet wird. Vertraut auf meinen Schutz für meine Gläubigen in meinen Zufluchtsorten. Samstag, 22. Juni 2024, St. John Fisher. Jesus sagte, mein Volk, viele Heilige sind im Laufe der Jahre für ihren Glauben gestorben. Diese Märtyrer kamen alle in den Himmel, nachdem sie gestorben waren, und sie sind in einer der höheren Ebenen des Himmels. Meine Gläubigen sind heute in Amerika nicht mehr in einer solchen Gefahr. Aber ich habe euch gesagt, wie ich euch zu meinen Zufluchtsorten rufen werde, wenn ich euch meine innere Ansprache gebe, um zu kommen. Die Drangsal des Antichristen wird so heftig sein, dass die Gläubigen, die nicht zu meinen Zufluchtsorten kommen, für ihren Glauben gemartert werden. Vertraut darauf, dass ich meine Gläubigen in meinen Zufluchtsorten während der Trübsal beschütze. Jesus sagte, mein Volk, ihr hattet viele Männer in Anzügen und einige in Krawatten dabei, als ihr vom Gebäude von Planet Parenthood zum Washington Square in Rochester, NY marschiert seid. Ihr habt auch mehreren Rednern zugehört, die über die Tötung von Babys bei Planet Parenthood durch Abtreibung sprachen. Sie sprachen auch darüber, wie wichtig es ist, dass gläubige Menschen in der Klinik den Rosenkranz beten, und einige sprachen zu den Frauen, um sie davon abzuhalten, ihr Baby abtreiben zu lassen. Bei den Frauen, die Ultraschallbilder von ihrem Baby machen ließen, war der Prozentsatz derer, die ihre Abtreibung abbrachen, sehr hoch. Meine Gläubigen müssen beten, um die Abtreibung zu stoppen, und tun, was ihr könnt, um diese Mütter davon abzuhalten, ihre Kinder abzutreiben. Das Leben ist zu kostbar, um Babys abzutreiben. Betet, dass diese Mütter ihre Abtreibungen bereuen und zur Beichte kommen, damit ihnen ihre Sünde vergeben wird. Sonntag, 23. Juni 2024. Jesus sagte, mein Sohn, du kannst dich mit der heutigen Lesung aus Job und Matthäus 8:23-27 identifizieren. Job hatte viele Reichtümer und eine große Herde von Tieren. Der Teufel sagte zu mir, dass Job mir nicht gehorchen würde, wenn er mit dem Verlust von Dingen und seiner Familie geprüft würde. Also dürfte der Teufel Job seine Reichtümer und sogar einige Familienmitglieder wegnehmen, doch Job blieb mir treu. Ich gebe euch Dinge, aber ich kann sie euch auch wieder wegnehmen. Du, mein Sohn, hast einige Verluste und Schwierigkeiten erlebt, aber du bist in deinem Glauben stark geblieben und hast auf meine Hilfe vertraut. Im Evangelium wurden die Apostel und ich durch einen Sturm auf die Probe gestellt, bei dem Wasserwellen ins Boot kamen. Meine Apostel hatten Angst zu ertrinken,
Also beruhigte ich den Sturm und befragte sie über ihren mangelnden Glauben an meinen Schutz. Als sich der Sturm gelegt hatte, fragten sie sich, wie ich sogar das Wetter kontrollieren konnte. Sie sahen meine Wunder, aber sie erkannten nicht, dass meine Kräfte größer waren, als sie sie verstehen konnten. Mein Sohn, du kennst meine Kräfte gut aus deinen eigenen Erfahrungen, als ich dir in deinen Prüfungen geholfen habe. Du hast das Vertrauen, dass ich dir helfen werde, alle Stürme in deinem Leben zu bewältigen, wenn du mich anrufst. Vertraue immer auf mich, und ich werde alle Stürme in deinem Leben beruhigen. Montag, 24. Juni 2024, die Geburt von Johannes dem Täufer. Jesus sagte: Mein Sohn, Elisabeth und Zacharias waren in ihren älteren Jahren, und es geschah eine wundersame Geburt des heiligen Johannes des Täufers. Der Engel, der zu Zacharia kam, sagte ihm, dass der Name des Kindes, Johannes, sein würde. Zacharia war sprachlos, weil er nicht glaubte. Sobald das Kind geboren war, konnte er von meinem Lobpreis sprechen. Johannes der Täufer lebte in der Wüste und sollte den Weg für mich als den Messias bereiten, der Israel von seinen Sünden erlösen sollte. Mein Sohn, auch du bereitest den Weg, damit die Gläubigen während der Trübsal in meinen Zufluchtsorten sicher sind. Du kämpfst durch deine Prüfungen, um meine Botschaften mit deiner Gebetsgruppe und auf deiner Website zu teilen. Die Zeit der Trübsal wird viel härter sein als dein jetziges Leben. Die Gläubigen müssen während der Trübsal in die Sicherheit meiner Zufluchtsorte kommen, sonst könnten sie den Märtyrertod erleiden. Vertraut darauf, dass ich meinen treuen Überrest beschütze und für eure Bedürfnisse sorge. Jesus sagte: Mein Sohn, ich habe dich immer wieder darauf hingewiesen, dass du lange Reisen vermeiden und in der Nähe deiner Zuflucht bleiben sollst. Dieser dritte Weltkrieg wird schlimmer werden und es wird einen Atomkrieg geben, aber er wird durch meine Hand begrenzt werden. Ich werde nicht zulassen, dass der Teufel und der Antichrist alle meine Gläubigen töten. Mein Sohn, du wirst deine Reisen wegen des Babys im Juli und deiner Konferenz einschränken. Plane keine weiteren Reisen. Du wirst geprüft, damit du alles für die kommende Trübsal bereit hast. Mein Engel wird Schilde über dich legen, um dich in deiner Zuflucht zu schützen. Ich werde deine Nahrung, dein Wasser und deine Brennstoffe während der Trübsal vermehren. Die großen Ereignisse werden nach der Warnung und der Zeit der Umkehr stattfinden. Die Kriege werden weitergehen, bis ich mit meinem Kometen der Strafe den Sieg über die Bösen herbeiführen werde. Das leuchtende Kreuz am Himmel über meinen Zufluchtsorten wird euch Heilung bringen. Meine Engel werden dich vor meinem Kometen beschützen, und du wirst täglich das heilige Abendmahl und die tägliche Anbetung haben. Bevor ich meinen Kometen der Strafe sende, müsst ihr eure Fenster und Türen mit schwarzem Plastik abkleben, damit ihr die Zerstörung nicht sehen könnt. Nachdem die Erde von allem Bösen gesäubert ist, werden die Bösen in die Hölle geworfen. Dann werde ich die Erde erneuern und meine Gläubigen in mein Zeitalter des Friedens bringen, in dem ihr jung sein und lange leben werdet. In diesem Zeitalter des Friedens wird es kein Böses geben, und meine Gläubigen werden zu Heiligen vollendet, wenn ihr sterbt, so dass ihr nach eurem Tod direkt in den Himmel kommen könnt. Freut euch, denn ihr wisst, dass ich am Ende der Sieger über das Böse sein werde. Dienstag, 25. Juni 2024. Jesus sagte: Mein Volk, der König von Israel wurde vom assyrischen König bedroht, also betete Hiskia zu mir, sein Volk zu retten. Im Lager der Assyrer sandte ich meinen Engel, um 185.000 Soldaten in einer Aktion zu töten. Kein einziger Pfeil und keine einzige Waffe kam gegen Israel an, so dass der assyrische König nach Ninive zurückkehren musste. Das geschah, weil Hiskia ein tiefes Vertrauen hatte, dass ich sie beschützen würde. Jesaja 37, 21, 27: Mein Sohn,
Alle meine Hüttenbauer werden auch einen tiefen Glauben an meine Macht brauchen, um euch vor dem Antichristen und seinen Anhängern zu schützen. Der heilige Josef hat dir auch gesagt, dass er ein Hochhaus und eine große Kirche für 5000 Menschen bereitstellen wird. Auch diese Wunder werden aufgrund deines Glaubens geschehen. Lass dich also nicht von anderen beunruhigen, die denken, dass dies nicht geschehen wird, denn ich habe es gesagt, und es wird geschehen. Jesus sagte, mein Volk, ich habe euch gesagt, dass je mehr Visionen ich euch über die Warnung gebe, desto mehr bedeutet es, dass die Warnung nahe ist. Ich liebe alle meine treuen Gläubigen und werde euch in meinen Zufluchtsorten vor Schaden bewahren. Ich werde zuerst ein Zeichen der Dunkelheit zeigen, gefolgt von dem, was am Tag der Warnung als zwei Sonnen am Himmel erscheinen wird. Wenn die Warnung kommt, wird sie in einer Zeit des Chaos und des Krieges stattfinden. Ich werde sie bringen, wenn euer Leben in Gefahr ist. Ich habe bereits erwähnt, dass die Warnung höchstwahrscheinlich während der Football-Saison eintreten wird. Nach der Warnung und der sechswöchigen Bekehrungszeit werde ich meine innere Ansprache aussenden, wenn euer Leben in Gefahr ist. Das wird euer Aufruf sein, eure Häuser zu verlassen und zu meinen Zufluchtsorten zu gehen. Euer Schutzengel wird euch mit einer Flamme zur nächstgelegenen Zuflucht oder zu einer euch bekannten Zuflucht führen. Ihr müsst eure Häuser innerhalb von 20 Minuten mit eurem Rucksack verlassen. Seid dankbar, dass ihr in meinen Zufluchtsorten vor Schaden bewahrt werdet. Ich liebe alle meine Gläubigen, und nur meine wahren Gläubigen werden in meine Zufluchtsorte gelassen.